Hallo, ich bin Raphael von Dualu und begrüße herzlich zur Einführung. Mit Dualu arbeiten Sie mit einem modernen Bewerbermanagement- und E-Recruiting-System. Sind Sie Linienvorgesetzte oder Ausbildungsverantwortlicher, sieht Ihr Dualu wohl so aus. Bewerterinnen und Bewerter erhalten Dossiers, die der Vorselektion der HA-Abteilung standgehalten haben. Oder beurteilen Vorstellungsgespräche oder Probearbeiten. Für Sie muss Dualu einfach und intuitiv bedienbar sein, damit Sie Ihr Alltagsgeschäft und die Rekrutierung spielend unter einen Hut bringen. Mit nur einem Klick sehen Sie Ihre überfälligen Bewertungen, respektive erhalten ein E-Mail, falls Sie aufgefordert werden, eine Bewertung abzugeben. Sie sehen alle für Sie wichtigen Informationen, um eine fundierte Entscheidung zu treffen. Diese bilden Sie dann einfach über die firmeneigenen Kriterien ab und schließen Ihre Bewertung. Sind Sie Recruiter oder Recruiterin, bietet Ihnen Dualu viele weitere Möglichkeiten. Einerseits hat sich auch das Trainingscenter verändert, indem Sie nun alle für die Recruiterinnen und Recruiter wichtigen Artikel aus unserem Helpcenter sehen. Im persönlichen Dashboard sehen Sie auch Ihre offenen Stellen. Sie können hier auch bequem neue Stellen ausschreiben. Diese sind gruppiert nach Lehrstellen, Praktikumsstellen oder Mitarbeiterstellen. In unserem Fall wählen wir die Sachbearbeiterin Einkauf. Wählen den Standort, das Ausschreibedatum, Stellenpotenz und auch Prozess sowie Arbeitsverhältnis aus und schreiben dies online aus. Ist bereits ein Stelleninserat hinterlegt, wird dies automatisch aus den Einschulungen von Dualu hineingeladen. Beim Veröffentlichen können wir es direkt auf der Webseite einbinden. Das heißt, im Stellenportal auf Ihrer Webseite erscheint der Job, wo man sich online bewerben kann. Weiter schreibt man die Stelle auf diversen Stellenplattformen aus. Dabei arbeitet Dualu mit überwachbaren Links. Das heißt, Dualu überwacht danach, wie viele Bewerbungen über Facebook respektive über jobs.ch bei Ihnen eingegangen sind. Das Kostenintensive bei jeder Rekrutierung ist die Ausschreibung auf den verschiedenen Plattformen. Somit können Sie mit Dualu lernen, welche Stellen auf welchen Plattformen effizient ausgeschrieben werden können. Diese überwachbaren Links platzieren Sie auf Ihren Stellenausschreibungen, beispielsweise hier in Facebook oder auch bei jobs.ch, wobei der Jetzt bewerben-Knopf immer direkt zur Eingabemaske führt. Innerhalb von wenigen Minuten können Sie auch unser Jobportal bei Ihnen auf der Webseite einbinden. Somit werden alle Stellen, die Sie publizieren, direkt auch auf Ihrer Webseite angezeigt. Bewerbende können sich so komfortabel und schnell auf ihre ausgeschriebenen Stellen bewerben. Sobald die Bewerbung abgesendet wurde, erhält der Bewerber eine Eingangsbestätigung und aber auch der Recruiter erhält einen Direktlink zum Dossier. Damit springen Sie direkt ins Dossier. Und hier sehen Sie auch, dass Dualu erkannt hat, dass bereits mehrere Bewerbungen zuvor eingegangen sind. In der heutigen Bewerbung sind nun natürlich alle hochgeladenen Informationen sowie das bereits versendete Eingangsbestätigungsmail ersichtlich. Sie können bei jedem Schritt weitere Uploads hinzufügen, Briefe für die Bewerber generieren, E-Mails an die Bewerbenden versenden und interne Notizen hinzufügen. Anschließend können Sie selbst eine Vorselektion vornehmen und diese anschließend den Bewertern freigeben. Für diese beginnt nun die Arbeit, welche anhand von Ihrer Vorselektion eine Entscheidung treffen können. Wurde diese Bewertung vorgenommen, werden Sie per E-Mail informiert und Sie können wählen, wie der Prozess weitergehen soll. Wird bei einem Vorstellungsgespräch, ein Probearbeiten oder bei einer Schnupperlehre ein Datum fixiert,
können Sie allen betroffenen Mitarbeitenden den Termin direkt ins Outlook, Lotus Notes oder Gmail zusenden. Allfällige Absagen können auch als Gruppenaktion, also als Massenabsage per E-Mail vorgenommen werden. Dabei werden alle Betroffenen selektiert und die Massenabsage gestartet. Wie immer können Vorlagen verwendet werden und die E-Mails zeitversetzt gesendet. Somit ist dieser Bewerbungsprozess abgeschlossen und alle Bewertungen werden in der Dossierübersicht zusammengerechnet in einen Matching-Index, was es erlaubt, bei Stellen mit mehreren Bewerbungen auf einen Knopfdruck die besten Talente zu sortieren. Sind Sie zusätzlich zu Ihrer Rolle als Bewerter und/oder Recruiter auch Administrator oder Administratorin, haben Sie die Möglichkeit, mit wenigen Klicks die Fälligkeiten aller Dossiers zu überprüfen. Das heißt, zu schauen, ob Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Ihren Pendenzen nachgehen. Das gilt sowohl für Dossiers wie auch für Bewertungen, und zwar über alle Stellen und alle Freigabemöglichkeiten. Weiter können Administratorinnen auch neue Mitarbeitende hinzufügen, Rechte von ihnen erhalten oder als Bewerter direkt hinzugefügt werden können. Als guter Letzt sind natürlich Administratorinnen und Administratoren verantwortlich, dass alle Einstellungen in der Firma, in der Institution beim Rekrutieren richtig gemacht werden können. Es können sowohl Logos hinterlegt werden, Standorte und Abteilungen erfasst, die Rechte vergeben werden, Bewerbungsprozesse für alle diversen Abläufe hinterlegt werden, beispielsweise für die Rekrutierung von Lernenden, ein weiterer für die Rekrutierung von Mitarbeitern, auf welche wenige Bewerbungen erwartet werden. Dabei ist zu achten, dass die Hürde für die Bewerbung tief gehalten wird, vielleicht einen weiteren für Stellen wie beispielsweise Sachbearbeiter in Teilzeit, bei welchen Sie in kürzester Zeit ganz viele Bewerbungen erhalten, wobei der Rekrutierungsprozess komplizierter gestaltet werden kann als natürliche Selektionshürde. Bewerbungsportale, welche auf Ihrer Webseite oder in Ihrem Intranet hinterlegt werden können. Sie können definieren, was die Bewerbenden bei der Online- oder bei der E-Recruiting alles hinterlegen und ausfüllen müssen. Briefvorlagen für alle verschiedenen Anwendungen können Sie anhand von Platzhaltern hinterlegen, aus diesen dann auch die E-Mails und die Briefe generiert werden. Die Bewertungsschemen, welche wir bereits verwendet haben, können Sie für Ihre Bewerter oder auch für Ihre Vorselektion hier hinterlegen. Bewertungsskalen, Gewichtungen, Kriterien und Kategorien festlegen. Die Gestaltung der Briefe sowie der E-Mail-Signatur hinterlegen. Bei Fragen jeglicher Art, Anfragen, freuen wir uns über eine Kontaktaufnahme über unseren Chat, mit welchem Sie direkt mit dem Support verbunden werden. Und wir würden uns sehr über eine weitere Empfehlung von Dualu freuen. Ich bedanke mich sehr für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche viel Spaß beim Arbeiten mit Dualu.